weiß nicht, ob die PlayStation 4 Spiele. Und die PlayStation 1. Mhm. Ist leer. Voll nach Gras hier. Echt? Ja. Alles gut. Krass, Tim. Guck mal. Das kann schon sein, dass du irgendwo was. Krass, Alter. Hatte ich das. Oh. Also ich habe gesehen, das ist eigentlich ziemlich gut erhalten, gell? Ja, ja. Das ist eigentlich wertvoll, oder? Hab ich die Augen, oder? Fangen wir andersrum, was ist dir vorgestellt? Ja. Eigentlich will ich nichts mehr mitnehmen, ich weiß nicht, was. Du willst nur verkaufen, oder? Ja, weil das ist alles. Das ist halt hier ein bisschen kaputt, ich weiß nicht, ob ich das noch. Oh, ja. Das ist die, glaube ich, aus Schweiz, ja. Die 18er Version. Ne? Ich denke so 110 Euro. Passt. Passt für dich? Passt. Okay. So. Super, danke dir. Danke dir, gell. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Hallo, herzlich willkommen wieder auf Game Center VS, dem YouTube-Channel für Videospiele. Und ich bin der Crasho. Für die Leute, die mich noch nicht kennen und neu auf dem Kanal sind. Wir sind ein Videospiele an und Verkauf. Hier ist die berühmte Theke. Da laufen die Deals. Und ich möchte euch mal zeigen, was so die Woche passiert ist. Welche Deals, ob es No Deals gab. Es gab ein, zwei No Deals, glaube ich. Es gab ein paar coole Deals. Und es gab natürlich auch so normale und ich habe euch sogar noch ein Unboxing reingepackt und das war richtig krasser Stuff dabei. Da war richtig gutes Retro. Auch Pokémon kriegt man nicht so oft. Da war man natürlich schon glücklich darüber. Aber das könnt ihr ja jetzt gleich in dem Video sehen. Wir streamen auch hier live auf Twitch unter Game Center VS. Donnerstags machen wir die Live-Auktionen. Da könnt ihr auch gerne mal den Kanal auschecken. Und was jetzt ganz neu ist, kleine Werbung für unseren neuen Online-Shop. Also wir haben jetzt einen Online-Shop unter gamecentervs.de. Ja, da ist jetzt noch nicht ganz gefüllt, weil wir arbeiten jetzt jeden Tag dran, aber es sind schon 4000 Produkte drin, es kommt immer mehr. Wir haben da Merchandise, wir haben unser eigenes Gamecenter-Zeug, also wenn ihr dort eine Tasse wollt oder so ein Hoodie oder ein T-Shirt, das könnt ihr jetzt dort bestellen. Und natürlich haben wir angefangen, dort eine Videospiel-Ecke zu machen. Das heißt, wir haben dort auch ein bisschen Nintendo schon drin und PlayStation und Xbox. Aber das ist viel Arbeit, das kommt dann die Tage nach und es wird immer ein bisschen wachsen. Also checkt gerne aus, würde uns freuen. Und sonst, was gibt es noch zu sagen? Keine Ahnung, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Live-Folge und schauen mal, was diese Woche so passiert ist. Und ab geht's, Abfahrt! Ausmacht. Ja, hallo. Hallo. Hi. Hi. Kann man anrufen? Ja, wegen der N64 und genau. Den PS2-Spielen. Hi, grüß dich. Hallo. Ich hätte da Kleinling was. So, ja, Kleinling ist gut. Ja. Ganze Tüte voll, ey. Was möchtest du haben? Hier ist schon nichts für dich in deinem Alter. Ja.
Was willst du haben? Ob du nachher was du haben willst. Ist alles weg dabei. Sie ist gerade bunt gemischt, gell? Ja. Noch kurz warten. PS2 ist hier eine. Kabel. Da höre ich auch alles dabei, jawohl. So, du hast ja angerufen, Kabel. Genau. Richtig. Habt ihr schon was ausgemacht? Ne? Nee, nee. Ein Gott bei großen. Ja, da ist was Großes, gell? So, schauen wir mal. Ein Dino. Ein Dino? Das ist aber kein Dino. Das ist was anderes. Für dich ist alles ein Dino. Left Jam Girl. Ab. Da ist ein Donkey Kong. Da oben. Das da? Ja, das ist was ganz Großes. Gell? Was wolltest du denn dafür haben oder hast du gar nichts vorstellen? Gar nichts großartig. Das war jetzt so Dachboden, wobei meine Mutter noch rumlag. Echt? Ja, das ist das Geilste. Ja, definitiv. Ich weiß noch, die Konsole haben wir damals bei dir noch gekauft, wo du drüben warst. Echt? Ja. Gott, das ist ja auch schon. Das ist ja 8000 Jahrzehnte her. Ja. Und wir haben so keinen Platz daheim für das Dach. Und bevor es weiter verunstaubt. Noch ein anderes Spiel, Metal Gear. Ja. Gucken, ob da noch eine CD irgendwo fehlt. Die Anleitung für Evo. Gut, das ist das. Dann hat er hier. Und kann das sein? Oder ist ja irgendwo anders drin? Oder durch, ja. Ich habe jetzt nicht alles durchguckt. Was? Das ist was ganz Großes. Ja, der macht nichts. Der ist ein ganz leerer. Nein, der grinst. Guck da. Ja? Du wolltest Geld oder was mitnehmen? Ja, das Geld. Macht der Wah? Ja. Okay. Ich hab den aber nicht gehört, dass der Wah macht. Ah, hast du daheim oder? Ich würde nochmal gucken. Ja, dann die zwei gebe ich dir nochmal mit. Genau. Und das, falls es ja. Genau, das ist ja schade, wenn du es jetzt daheim noch hast und dann fehlt ja, es. Eben. Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Gucken. Ja, gucken, ja. Da ist ein großes was. Ja, da ist was Großes. Rot. Nicht rot, ja? Große Augen hat der? Große Augen. Und große Hörner, ja? Ja, 220 Euro. Ja, gelb. Ist okay. Ist okay. Aber gelb. Passt. Hä? Aber gelb. Gelbe Augen? Ja. Ja. Ein gelber Mund. Und ein gelber Mund. Gelbe Zähne heißt das. Ja. So. Ja, danke dir. Da gucke ich nochmal und dann würde ich mich einfach melden. Wenn genau, wenn nicht, dann. Ich weiß ja nicht, ob du noch mehr auf dem Dachboden hast. Wir rümpeln den Arsch aus. Ach so, ja, vielleicht findest du ja noch was. Ja. Alles klar, super. Ich danke dir. Schönes Wochenende. Ciao. Was denn? Kurze Frage. So, jetzt kommt jemand. Was geht jetzt bei dir auf? Das ist nur von meinem Bruder. Wie von deinem Bruder? Das ist nämlich Teddy, kennst du Teddy? Teddy? Ach, das ist das vom letzten Mal, die Verpackung. Ja, das glaube ich jetzt. Ja. Du hast mich doch mal angerufen wegen dem Steam Deck. Kann das sein? Zum PC draufbauen, das nennt sich ja Steam Deck. Ja, genau. Ach, das ist noch. Oder muss ich fragen. Ob es noch loswerden will. Würde mich jetzt echt interessieren, weil ich habe da jetzt einen Kunde. Ja. Rauchbauer ich, ey. Hört man auf wenig sowieso rauchen. Ganz andere Controller dabei.
Die Jungs haben mitgebracht. Das ist schon eine Donation von mir, muss ich im Stream spielen, von Steve und Renshaw. Du musst es halt so strategisch machen, wenn du wegmachst und wenn du einen weggemacht hast, dann kann man die Frau bleiben. Ich gebrauche das FIFA 23 Taschen Gesundheit. Nur für PS5? Nee, Xbox nicht. Interessiert mich nicht. PS5 ist Man musste immer das Gleiche machen, also war das war so ein Jahr. 30, 40, 50, 60, 210, 230. Gell? Okay. Oh Mann, und das am Sonntag. Bei der Post ist es auch ein normaler Tag. Echt? Ja. Wie du heute schaffst, gell? Heute Nacht, ja. Echt? Ja. Ich fahre aber heute halt. Irgendwo. So. 230, gell? Alles klar. Danke dir. Ciao. Ruf dich dann morgen an, wir gehen. Genau, würde mich mal interessieren, ob es noch hat. Ciao. Hi. Ich hab gerade angerufen gehabt. Okay. Oh, das sind die Kühe. Ach, das ist keine Slim. Das ist die uralte. Okay, aber läuft noch, oder? Ja, einmal frei sogar. Nur ich finde die Zeit absolut nicht mehr. Was? Die Zeit? Ja. Ja, guck mal, was du da noch hast. Irgendein Spiel von denen ist eine Doppel-CD. Ja, guck, da ist die Decken noch. Mhm. Und die hatte ich zweimal. Und da ist das hier. Ja, das ist schon. Also die Titel hier, die sind. Uff. Zwei okay, der Rest. Ja. Hülle kaputt. Ja, dann mal, keine Ahnung. Wenn du 50 Euro kriegst, ist gut. Hm? Passt das für dich? Das passt. Okay. Was geht's los, du? Jetzt geht's ab hier. WhatsApp. Ja, okay. Hast du die Tüte? Ja, kannst du da lassen. Okay. Ja? Danke. Alles klar, danke dir. Ciao. Wenn du das Lenkrad brauchst, sagst du Bescheid. Ja, aber Lenkräder PS3 brauche ich echt nicht. Mhm. Habe ich keine Abnehmer. Tut mir leid. Okay, danke. Okay, ciao. Was würde ich noch mehr kriegen? Oh je. Schauen wir mal, was da rauskommt. Nee. 12 Euro. Passt. Okay. Matrix mehr für die nicht mehr. Okay. Alles klar, danke Ihnen. Gell? Wahrscheinlich zu alt, oder? Ja, aber PlayStation 4 Spiele, so die älteren Titel, sind ja auch nichts mehr wert im Endeffekt. Mhm. Also ist was Besonderes, aber ich gucke jetzt ja 8, 12, 15 Euro, da ist nichts mehr viel zu holen. Ja. Okay, danke. Bitteschön, tschüss. Ich glaube, ich habe mit Ihnen telefoniert. Ja, das kann schon sein, ja. Ja, genau. Also hier. Dreimal gespielt und 4000 Kratzer. Drei Wochen. Aber ich habe sie 2019 erworben und dann stand sie dann 4 Jahre in der Ecke. Du hast in England bestellt. Das ist keine deutsche Ware, ist okay. Sieht man im Netzteil. Okay. Ja, das hast du jetzt wieder wunderbar da neu gequetscht. Das war jetzt. Okay. Das ist HDMI-Strom.
Stufe, ja, komplett wär's. Also für das Modell bekommt man aktuell noch 130 Euro. Spiele hast du keine, oder? Habe ich schon vergeben. Schon vertickert wahrscheinlich. Ja. Das ist der Rest, wo keiner will, oder wie? Sagen wir so, wegen den zwei Kratzern auf dem Bildschirm, die... Ich finde ja nicht so schlimm. Ich krieg die ja nicht mal auf die Kamera drauf und ich sehe die, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Mir egal, wie du willst. Also ich würde es machen. Doch. Ja, okay. So. Ich habe gesehen, die verkaufen sich auch sehr gut auf eBay, aber dann dachte ich, das ist mir der als Aufwand auch nicht so. Okay. Ja, ja klar, wenn man selber verkauft, kann man mal gut verkaufen, ne? Yeah. So, 50, 70, 90, 110, 20, 30, gell? Also Dankeschön, gell? Danke dir. Schönen Abend, ciao. Gut, gut. Ich habe bei Oma am Wohnung ausräumen, die ist jetzt im Altersheim, weißt du? Ja. Und die wird nächsten Donnerstag, soll die Möbel doch mal drin lassen, aber alles andere muss halt raus. Mhm. Das heißt 100 Fahrten zur Diakonie, zum Laden, weißt du, wegen Klamotten und... Und all so einem Blödsinn. Ja. Weil eben da heim ein bisschen Platz, damit ich die ganzen alten Fotos irgendwo aufbewahren kann. Ja. Ja. Hast du was dabei, gell? Ja. Ja, sonst müssen wir das jetzt gleich auspacken. Hast du überhaupt bald noch was daheim? Ja, 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 normale Filme, ja, doch gut, indizierte Filme, 100 Mal. Da musst du halt. Weil ich will sie einfach loswerden. Ich weiß, dass es vielleicht Euro oder so gut ging, eventuell gibt es ja nicht mehr, bevor es jetzt an Medimobs schickt oder sowas. Dann brauchst du ja alles nicht mehr, weißt du? Ist ja alles im Stream jetzt. So, Alter, hat da Wrestling ohne Ende. Ja, natürlich, der ist über Jahre gesammelt. Über Jahre. SummerSlam. Ich glaube, das hier dürfte das Einzige sein, was wert ist. Echt? Ja, das kostet so um die 90 Euro oder so. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was wert ist, weil das auch noch Print ist. Okay, so, muss mal gucken. Ich glaube, da ist jetzt nur 20 Euro gibt. Okay. Ich finde nur ein einziges mit 50 Euro. 50 sehe ich aber immerhin. Ist immerhin mehr. Oh, Kerle. Das brauchst du ja alles nicht mehr, was? Ist alles im Stream? Das ist etwas indiziert, das musst du mal gucken. Das ist auf dem Index. Keine Sorge, stickst du nicht, das ist einfach nur auf dem Index. Illegal ist legal, oder wie war das? Ja, das muss jetzt halt weichen, weil ich stelle die paar Erinnerungsstücke von Oma in den Schrank, weil da haben wir mehr davon. Das ist ein bisschen Blue. So. Oh, Kerle. Ja, du, ey, bevor es wirklich an Medimobs schickt für 10 Cent oder so. Medimobs. Oder wie heißen die? Schau so, Mobs. Oder Rebuy oder was weiß ich. Genau, kommst du zum Game Center. Na, hallo? Das ist 21. Was hast du denn arbeiten in dem Tag? Mhm. Ist das ein Arbeitsausgleich? Ich fahre also auf die Arbeit, ja. Ach, du fährst das noch? Ich weiß nicht. Das ist doch richtig. Das ist aber schon für so. Den kann ich schon warten. Ja, schnell. Warten wir jetzt. Das ist schon was, ja. Game Center Videospiele. Ne?
90 Euro. Passt. Ja? Ich glaube, ja, das passt. Das war ein bisschen weniger gerechnet tatsächlich. Also 20. Das nenne ich ein Verkauf. Talent. Genau. Oh. So. Schneider sein Wrestling am Arsch jetzt. Dankeschön. Ich hab doch, ich hab zwei, drei Sachen habe ich noch daheim. Okay. Das ist dann so noch der Rest. Ja. Abo. So, das ist ja ein Deal wieder. So Leute, ja, heute ein absolut krasser Online-Ankauf gekommen. Ich bin jetzt selber gespannt. Ich glaube, also per WhatsApp haben wir das ja abgecheckt, weil wir machen ja auch so Online-WhatsApp-Deals. Das heißt, wenn ihr jetzt keine Zeit habt oder zu weit weg wohnt oder es lohnt sich nicht herzukommen, an der Theke den Deal hier vor Ort zu machen, dann können wir das auf dem Postweg über WhatsApp zum Beispiel. Ich blende euch jetzt nochmal unten die WhatsApp-Nummer ein. Da könnt ihr uns anschreiben, was ihr so habt, was ihr zum Verkaufen habt. Und dann können wir uns da einigen oder ihr macht uns einen Preisvorschlag oder wir euch, je nachdem, ob es dann zum Deal kommt. Und dann könnt ihr eben, wie der Herr jetzt hier mit diesem Paket, das kam heute frisch rein. Und ich weiß, dass es ein cooles Paket ist. Wir werden das jetzt zusammen öffnen und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis des Paketes am Schluss ist. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, aber ja, ich kann schon mal so weit sagen, ich glaube, das wird auf jeden Fall cool aussehen. Also, geht schon los mit Pokémon Saphir Edition. Gut, jetzt müssten wir halt da reingucken, das können wir nochmal im Detail gucken. Also das Pokémon, super schön, schwierig zu bekommen. So, was hat dann denn da hier alles eingepackt? Alles so ein bisschen Papier gerollt. Das Zelda Classic für den Game Boy Advance auch. Viel Retro, viel geiles Shit. Zelda 2 NES, also Advance, Retro, auch cool. Ich muss halt innen mal gucken, wie die Zustände sind, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus. Hier hat er lauter Papier reingeknüdelt. Oh je, da sind ganz viele, wie es aussieht. Guck mal hier, geht noch richtig los hier. Also ein mega, mega Fund, also Fund, Ankauf. Beyblade, gut, das ist jetzt nicht so, aber trotzdem schön. Oh, Castlevania Double Pack, der absolute Klassiker, Rarität hoch 18, Top-Zustand, wie es gerade aussieht. Sword of Mana für den Advance, auch ein geiler Shit. So, was haben wir denn jetzt hier? Yu-Gi-Oh! Ultimate Master, auch für den Advance, auch in der Verpackung, sieht gut aus, war anscheinend ein Sammler oder hat seine Spiele immer gepflegt. Oh, ist das geil. Ah, der Aufkleber, ich glaube, das kriegen wir weg. Eine blattgrüne Version. Ich glaube, die ist auch komplett. Also auch ein schöner Zustand. Traum. Dankeschön. Traum, Traum. Dann ein Zelda, The Minish Cap. Ich bin gespannt, Leute, was da nur alles drin ist. Ah, das ist ja verrückt. Da ist noch eine Dose mit Gameboy-Spiel. Ah, Junge, Junge! Da geht's ja noch richtig ab hier. So, dann haben wir hier Final Fantasy Tactics. Dann haben wir hier Castlevania für den 3DS. So, dann haben wir hier, oh je, das kann ich ohne Brille gar nicht lesen, sorry. Also irgendwie, Avian Odyssey, okay. Xenoblade Chronicles für den 3DS. Dann ist hier nochmal Fire Emblem für den 3DS. Können wir den hier noch? Fire Emblem Vermächtnis. Also der war hier voll der Rollenspieler. Oh, Final Fantasy nochmal für den DS. Auch komplett tadellos. So. Dann haben wir hier Fire Emblem, nochmal eins von 3DS. Und dann haben wir hier Yu-Gi-Oh! Für den DS. Ja, da gibt es noch einiges. Das war lose drin, Final Fantasy.
Game Boy Advance auch hört sich oder fühlt sich komplett an. So, da gibt es noch jede Menge weiteren Stuff. So, bin mal gespannt, was denn hier noch so drin ist. So, jetzt habe ich alles rausgeholt. Pokémon Mystery Dungeon für den DS. Dann haben wir hier Pokémon Sonne für den 3DS. Dann haben wir Final Fantasy nochmal für den DS. Und Castlevania für den DS ist auch ein schöner, teurer Titel. Pokémon Pearl für den DS. Mittlerweile die ganzen Pokémon DS-Spiele schwierig zu kriegen. Also egal wie viel wir ankaufen, aber die sind echt schwierig zu kriegen. Children of Mana. Dann haben wir Pokémon Weiß 2. Auch ein cooler Titel, auch ein seltener Titel. Schöner Zustand, alles komplett. So, Splinter Cell, der erste, was ganz einfaches. So, hier scheint nochmal was für den 3DS zu sein. Das Yu-Gi-Oh! Für den 3DS. Und Pokémon Diamond für den DS. Und Another Code für den DS. Puh, das Paket bringt mich zum Schwitzen. Hier haben wir noch ein Fire Emblem für die 3DS. Dann haben wir hier nochmal ein Pokémon Ultramond 3DS. Ein Castlevania für den DS. Und dann haben wir hier Final Fantasy für den DS. Dann Pokémon Wise für den DS. Star Wars für den DS. So. Avatar DS. Und was haben wir denn hier noch drin? Yu-Gi-Oh! Auch für den DS. Dann haben wir hier noch so eine Frischhaltebox. Schauen wir mal, was da drin ist. Da ist auf jeden Fall ein Smaragd. Okay, da ist ein 3DS drin. Genau, so ein New 3DS in Weiß. Schöner Zustand mit Täschle. Dann haben wir hier noch jede Menge Games. Hier ist zum Beispiel Pokémon Smaragd und ein Final Fantasy drin für den Advance. Also wie gesagt, Smaragd und Final Fantasy. Hier ist nochmal ein Yu-Gi-Oh! Als Advance-Spiel. Das ist ein Pro Protector für den Game Boy selber. Ja, Zustand ist natürlich scheiße. Ein Action Replay für den DS. Dann sind hier nochmal Shining Force und Yu-Gi-Oh! Für den Advance. Shining Force ist cool. Yu-Gi-Oh! Ist so normal. Dann sind hier noch ein paar DS-Module. Ja, Yoshi's Island, Mario Kart, sonst nichts Besonderes. Bogtai mit so einem Rumble Pack. Dann hier Bomber Max für den Game Boy und Oddworld für den Game Boy. Ja, das war jetzt so ein kleiner, feiner, netter Deal, vor allen Dingen die verpackten Sachen. Ich glaube, wir haben, oder er wollte, oder wir haben uns auf knapp 1000 Euro oder plus minus 1000 Euro geeinigt. Ja, 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 doch. Sind paar, auf jeden Fall ein paar coole Titel dabei. So, vielen Dank für den krassen Deal online-mäßig. Also, wenn ihr auch was habt, könnt ihr uns, wie gesagt, gerne schicken. Mittlerweile, kleine Werbung, wir haben mittlerweile einen Online-Shop unter gamecentervs.de. Da werden auch teilweise diese Dinge auch eingestellt. Da könnt ihr mal stöbern, vielleicht ist ja für euch was dabei. Würde uns freuen, schaut mal die Online- oder checkt mal die Online-Seite ab. Mal schauen, wir tun da jeden Tag dran arbeiten, was einstellen. Manchmal kommen auch jetzt so Dinge rein, wie Pokémon, Zelda, schön mit Produktbildern. Und dann, wie gesagt, könnt ihr da auch gerne was kaufen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr nicht immer auf Twitch oder
Auktion oder so, sonst es gibt ja auch andere Leute, die man erreichen möchte, ne, und die vielleicht was suchen oder sagen, hey Crash, das ist voll cool, das hätte ich gerne, würde ich gerne bei dir kaufen, und dann könnt ihr es online bestellen und wir schicken euch das zu. Und wenn ihr uns sowas zuschickt, entweder möchtet ihr das dann per PayPal oder Überweisung, können wir dann direkt ausführen, ne? Also, dann schauen wir mal weiter, was sich noch hier so verbirgt an der Theke oder am Unboxing, keine Ahnung. Wir schauen gleich weiter. Hallo. Ich wollte es verkaufen. Was kriege ich dafür? Gibt es zweimal Modern Warfare 3? Einmal vor 10 Jahren oder 15? Ja, ja, das ist das Neueste. Ja, 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 schon genau. Klar. Mal gucken. Ja, 25 Euro. Wolltest du was anderes mitnehmen oder nur verkaufen? Ich wollte es nur verkaufen, habe aber mehr gehofft. Was hast du gedacht? Wollte ich mal wissen. 35, so. Nee, sorry, geht nicht. Okay. Alles klar, danke ja, dir trotzdem. Bitteschön, danke. Ciao. Ciao. Was möchtest du, Spiele verkaufen? Gerne, ja. Dann schauen wir mal, was du hast. Moment. Ja, ja, nur langsam. Final Fantasy, okay. Wollt ihr was anderes mitnehmen oder nur verkaufen? Was anderes mitnehmen. Kurz ja, bei dem Crash Bandicoot. Ja. Der ist Ach so, die Hülle. Ja, gut, das ist nicht schlimm. Ja. Damit. Ich wollte noch Bescheid sagen. Ja, ja, das ist auch recht. So, das ist auch schön, die Leute ehrlich sind und nicht einem hier was unterjubeln. Ne? Aber nachfragen, das Ronin. Was, Ronin? Ja. Sind alle weg, habe ich leider keins mehr. Okay. Das ist bei 50 Euro. Was? Gell? CD ist alle drin, ja. Guck ich mal an. So. Willst du Geld dann, wenn das Spiel nicht da? Willst du Geld dann? Ja. Okay. Moment. So, deine 50, okay. Gell? So verstärkt. Okay. So, okay. Danke dir, mach's gut. Tschüss. Wisst ihr, was ihr für Bestand habt? Ja. Super Spezielles. Ja. Kommt für die World at War, für die PS3 aber. Wir könnten mal gucken, unten sind noch ganz viele Kisten. Da ist bestimmt noch was. Die Deutsche. Also ich habe hier durchgeschaut, ja, da war nichts. Die Deutsche, oder? Ist egal. Ist egal. Aber ja, gib mir das Deutsche wegen den Trophäen. Ja. Ja, ich habe mir wieder eine PS3 wegen Trophäen gekauft. Mhm. Ja. Einfach Trophäen. Jetzt wollte ich fragen, nimmt ihr da was an oder nicht? Oder? Ja, wir schauen einfach mal durch. Vielleicht ist da was dabei. Schau durch. Ist von PS5 bis PS3. das eine hat sogar... Ah, die Steelbook? Mhm. Ein Steelbook dabei. Wollt ihr was anderes mitnehmen, oder? Das Call of Duty dann wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht ein paar halt. Mhm.
dann guckt man da mal. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Das war okay. Also, die hier müssen wir echt passen. Echt? Ja, also haben wir alles zu tausendmal da. Tausend ist zu übertrieben, aber ja, zu okay, viel. FIFA denke ja. ich, dass ihr das FIFA ist generell, du, da verkauft man gerade ein Stück 3 Euro oder so. Es ist wirklich, wir müssen selber ein bisschen abbauen. Das ist gar kein Problem, weil es einfach ein bisschen Haschverständnis, alles gut. Natürlich. Du bist halt nicht der Erste, der mit so viel Spielen ankommt. Ja, nee, nee, ja. Alles gut. Ja. Ich weiß gar nicht, was das war. Ja. Zweier, ja. Ja. Egal, vielleicht will sie einen auf eBay Kleinanzeigen oder bestimmt, so. Bestimmt. Ich kann damit nichts anfangen. Probier's mal. Ich hab auch so ein ganzes Päckchen gekauft. Mit einer PS3 und die anderen habe ich halt auch noch daheim. Habe ich einfach keine Lust mehr zu spielen so. Das haben wir mal. So, was ist denn natürlich noch? Also im Tausch sagst du dann, gell, wenn du was anderes mitnimmst. Ja, ja, ja. Ja. Also im Tausch können wir dir 50 Euro anrechnen. 50? Ja. Okay. Und dann schaue ich jetzt immer noch nach dem Call of Duty. Gerne. Machen wir mal, gucken wir. Ja, okay. Jetzt ziehen einfach mal da die Kisten raus. Ja, schon. Oh, ich bin so. Okay. Oh mein Gott. Ja. Also von das gegen das einfach 1:1 im Tausch. 30, 40, 50. Ich guck mal. Wir haben schon echt hoch gerechnet. Lass mich mal nochmal durchgucken, okay? Okay, gut, danke. Welches ein Steelbook ist, komm. Deswegen habe ich auch mehr gerechnet. Okay. Das muss man eine CD haben. Bitte schön. Danke. Vielen, vielen Dank. Macht's ciao, gut. Schönes Wochenende. Euch auch. Ciao. Ja, so, hallo. Ja, was soll ich sagen? Folge zu Ende. Ja, die Deals zu Ende. Es waren ein paar coole Deals dabei. Das Unboxing war ja richtig krass. Also wie gesagt, ihr könnt es gerne kommentieren und liken unten. Würde uns freuen, das ist ein kostenloser Support. Ja, eine Woche ist halt richtig krank, da kommt richtig geiler Stuff und eine Woche ist halt so ein bisschen ruhig. Aber ist auch manchmal nicht schlecht, denn wir haben ja auch viel Ware. Aber wie gesagt, wenn ihr was zum Verkaufen habt, könnt ihr das gerne per WhatsApp machen. Wenn ihr sagt, du, ich hab's nicht weit, ich möchte mal vorbeikommen, dann könnt ihr auch vorbeikommen und die Thekendeals machen. Es liegt auch an euch, ob ihr es gefilmt haben wollt oder nicht, müsst ihr halt dann Bescheid geben. Weil viele kommen ja auch, weil sie ins Video möchten und dann filmen wir natürlich die Szenen mit. Ja, was gibt es denn noch? Wie gesagt, Werbung, Online-Shop, GameCenterVS.de. Demnächst machen wir so ein kleines Video, wieso das Lager sich so, wie das Lager so langsam entsteht, wie die Regale aussehen, wie der Shop so aufgebaut ist. Dann machen wir mal so einen kleinen Gang und da erzähle ich so ein bisschen und da tun wir auch noch ein wenig die Produkte zeigen in die Kamera, was es da so gibt. Ja, sonst glaube ich, habe ich gerade jetzt nichts zu erzählen. Natürlich wieder nächste Woche. Schauen wir mal, was nächste Woche an Ostern, was für Deals wir hier haben. Weiß ich nicht, wir wissen es vorher leider nicht, ne? Was passiert. Und dann lassen wir uns einfach überraschen. Bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Euer Crasho, bis dahin.